Finde es zum Beispiel viel wichtig, dass man eine positive Ausstrahlung auf andere Menschen übertragt. Also wenn man einfach selber mal mit einem Lächeln durch den Tag geht, dann übertragt man das auch direkt auf andere Menschen. Das kann man auch viel besser um. Und dann kann man seine Umgebung viel positiver ausfallen lassen. Also nein, ich bin eigentlich von Haus aus eine sehr glückliche Person. Also ich tue sehr viel lachen. Und auch wenn ich irgendwo unterwegs bin, natürlich auch grüßen und die Leute anlachen, dann merkt man einfach, wenn man an Menschen vorbeigeht und es einfach anlacht, dass die meistens zurücklachen und einfach, auch wenn sie vorher ein bisschen BS reingeschaut haben, dass der einfach selber einen Tag ein bisschen verschönern können hat. Was mich voll glücklich macht, aber was mich den ganzen Tag eigentlich richtig aufhören kann, ist natürlich, wie gesagt, Menschen helfen. Oder halt einfach auch Musik losen, oder mit Freunden was tun, Volleyball spielen, das sind halt Sachen, was ich voll gerne tue und was mir auch voll auf eine gute Stimmung bringen. Also es ist voll wichtig, einfach, dass man sich auch bewusst ist, was so für gute Sachen im Tag passieren. Also wenn man sich einfach mal am Ende vom Tag nochmal hinsetzt und überlegt, was eigentlich halt alles Positives passiert ist oder was einen glücklich gemacht hat, dann kann es schon voll helfen, dass man einfach dankbar für das ist, was so unter der Woche mal passiert. Ich habe so Wochenkasten, also ich schreibe mir hinterher nach der, in der Woche aber auf einen Zettel drauf, was so gut passiert ist und die sammelt dann in so einem kleinen Glas ein. Und am Ende vom Jahr können wir nicht halt einfach anschauen, was alles für gute Glücksmomente passiert sind. Also mich macht es viel glücklich, wenn ich einfach ohne Menschen helfen kann. Zum Beispiel meine Freunde oder so, oder wenn irgendjemand Hilfe braucht, aber keine Hausübungen oder wenn es was zum Lernen gibt, dass ich einfach das besser erklären kann. Das mag ich voll gern. Also ich finde das voll cool, weil ich sehe einfach, dass wenn ich den Menschen helfe, dass sie erstmal voll dankbar sind und dass ich halt auch voll mitgeholfen habe. Also, durch so kleine Gesten kann ich einfach für die etwas leichter machen. Zum Beispiel Aufgaben, wo sie sich vielleicht denken, das schaffe ich nicht oder ich weiß nicht, wie das hinkriegen soll, dass wenn du einem hilfst, dann ist es gleich viel besser. Also du merkst einfach, wie dankbar die jemand sind. Also mich macht das auch voll glücklich, wenn ich halt dann einfach sehe, dass ich auch helfen kann, weil ich dann halt auch das Gefühl habe, dass das einfach einen Sinn gemacht hat, dass ich die geholfen habe. Ich bin halt eine richtig glückliche Person, das heißt, ich kann voll gut eine positive Aura ausstrahlen. Das ist auf jeden Fall eine von meinen Stärken. Dann natürlich, dass ich sehr hilfsbereit bin, also ich mag das voll gern, Menschen zu helfen und ich tue auch voll gern Probleme lösen oder so. Zum Beispiel, ich voll gern auch bei persönlichen Problemen, wenn meine Freunde auch so zum Beispiel zu mir kommen und mich fragen, hey, was könnte ich da tun, wie soll ich das angehen? Und dann hilf ich einfach ein bisschen und gebe so ein bisschen Rat, was ich denke, dass am besten war in der Situation. Ja, die anderen sind dann auch voll dankbar. Also, allein schon, dass eine zweite Meinung dazu gekommen oder so, sei hilft er schon viel weiter. Durch die Schule, allein schon, dass wir das mit Permateach angefangen haben, das finde ich, hat mir voll geholfen, dass ich einfach auch offener geworden bin. Also, ich kann einfach besser über bestimmte Themen reden und so. Und halt auch, bin ich mir auch mehr über meine Gefühle bewusst geworden. Also, dass ich einfach, wie gesagt, am Ende vom Tag nochmal über alles nachdenke, was mir glücklich gemacht hat. Das macht mir auch viel dankbar und so. Ich glaube, eine Ursache dafür war einfach, dass man sich genauer mit seinen Gefühlen auseinandergesetzt hat. Also, dass man sich denkt, halt, wieso bin ich jetzt so, wieso denke ich mir das jetzt und so. Und wenn man sich mit denen halt auseinandersetzt, dann kommt es auch viel leichter, dass man das schätzen kann. Also, was ich Leuten empfehlen würde, damit sie einfach ein bisschen glücklicher sind, ist halt eben, dass man sich ein bisschen auseinandersetzt mit der Situation und sich denkt, was habe ich heute für ein Glück gehabt eigentlich. Also einfach Momente, es können auch kleine sein, wo ich mir einfach denke, boah, ich bin voll froh, dass das passiert ist oder ich bin voll stolz, dass ich das geschafft habe. Also es hilft viel.